Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch zu den Haushaltsberatungen 2020-21 der Fraktion Die Fraktion. Sie haben das umfangreiche Antragswerk unserer achtköpfigen Fraktionsgemeinschaft vorliegen. Es sind über 200 Anträge, ich glaube irgendwas so 202 Anträge. Wie letztes Mal, das wird Sie nicht verwundern, haben wir damit eigentlich einen alternativen Haushalt vorgelegt. Es gibt keinen Bereich, den wir nicht bearbeitet haben. Wir haben aber heute natürlich dann nur die Möglichkeit, über ein paar Schwerpunkte, die wir uns als Fraktionsgemeinschaft auch gegeben haben, zu reden. Unsere Herangehensweise ist wie in den letzten Jahren klar. Wir haben einmal die Funktion, dass wir uns als Fraktionsgemeinschaft nicht einfach mit dem Spielgeld, das irgendwo finanztechnisch steht, zufrieden geben, sondern wir nehmen unsere Rolle als ökologisches und soziales Gewissen des Gemeinderats ernst und orientieren uns deswegen eher an den Notwendigkeiten, an den kommenden Herausforderungen und leiten daraus Politik ab. Das führt zu einer Vielzahl von Korrekturen vom Sozial- bis Kulturbereich und nachher unseren Schwerpunkten. Und die zweite Funktion, die wir haben, wir arbeiten seit 10 Jahren an langen Linien, auf einer langen Linie konzeptioneller Art, wo wir mit der Schwerpunktsetzung, dass wir eine Stadt für alle wollen, eine Stadt der Daseinsvorsorge wollen und dass wir eben den ökologischen Umbau natürlich sozial gestalten wollen, besonders jetzt beschleunigt durch die Diskussionen, die wir aber immer schon aufgegriffen haben, was den Klimawandel angeht und den Klimaschutz angeht. Da sind dann im energetischen, im Verkehrsbereich vor allem unsere langen Linie der konzeptionellen Vorschläge, wo wir dieses Mal wieder Anträge dazu gemacht haben. Wir haben jetzt fürs Pressegespräch uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ich werde gleich sozial-ökologische Transformation, die der Klimawandel notwendig macht, in ein paar Auszügen behandeln, dann was zu Verkehr sagen. Herr Adler wird dann zu den Bädern, ich dann nochmal zur Kita und dann den Abschluss macht Wohnen und Personal jetzt als Schwerpunktsetzungen. Machen. Das ist so die erste Aufrunde und dann stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. Der Klimawandel, Sie wissen das, ist bei uns Top-Priorität. Wir haben mit dem Klimaantrag auf die Klimadebatte und dann den Klimanotstand die Debatte, die auf der Straße angefangen hat, von Fridays for Future jetzt nochmal verstärkt in den Gemeinderat getragen. Und uns auch jetzt kritisch den Haushalt angeschaut. Das ist nicht ganz leicht, weil da läuft ja mit dem Aktionsprogramm 200 Millionen immer so ein bisschen parallel, sagt jetzt fast ein Schattenhaushalt her. Wenn man das mal vergleicht, auch im Finanzvolumen sind die 200 Millionen ja mehr, wie uns im Doppelhaushalt, im Ergebnishaushalt irgendwie als Spielgeld bleibt. Deswegen ist es nicht ganz leicht. Ich tue das jetzt mal zusammenfassen. Und das kommt daher, und das ist unsere erste Kritik, ein Aktionsprogramm mit Beschleunigung von Maßnahmen zum Klimaschutz ist schön und gut, aber ein Aktionsprogramm wird zum Alibi, wenn die Maßnahmen nicht strukturell hinterlegt sind, wenn die Maßnahmen nicht an den grundsätzlichen Strukturen ansetzen. Das sehen wir mit dem vorgelegten Haushalt und dem Aktionsprogramm nicht. Ein Beispiel dafür für uns ist, dass die Stellen, die dort geschaffen werden, alle notwendig, aber sie mit KW-Vermerk zu schaffen, weil man sie eben jetzt über die Krücke einer Davonposition, einer einmaligen Rücklage finanziert, dass mal so im Vergleich, Digitalisierung kriegt 100 Stellen einfach so dauerhaft im Haushalt. Und der Klimaschutz, ja, eine große Chefsache eines grünen Oberbürgermeisters, kriegt 40 Stellen mit KW-Vermerk, so nach dem Motto, wie als ob der Klimawandel nach 5 Jahren Geschichte wäre. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass man auch in 5 Jahren noch Bäume hegen, pflegen und gießen muss und dass man da auch noch energetisch Energie einsetzt. Also das mal als Zeichen. Deswegen setzen wir eher auf Maßnahmen ergänzender Natur. Die müssen sich dann im Haushalt finden. Wir haben mit klaren Zielbeschlüssen, die wir im Haushalt umgesetzt werden. Zum Beispiel die städtischen Liegenschaften müssten bis 2030 5 Jahre schneller wie Stuttgart insgesamt, vorbildgebend, klimaneutral sein. Mit diesen Grundsatzbeschlüssen, die müssen im Haushalt nachvollzogen werden, steigen wir in das Thema Klimawandel an. Die SWSG soll klimaneutral werden. Wir sagen aber auch, und
mit dem Personal ist das angeklungen, dass natürlich die organisatorischen Voraussetzungen in der Stadtverwaltung geschaffen werden müssen, dass dieses Thema auch wirklich Chefsache ist. Deswegen wollen wir mit dem Gemeinderat über ein Klimareferat diskutieren. Wir glauben, das ist die richtige Antwort, um diese Transformation bewältigen zu können. Eine Stabsstelle, wie der Oberbürgermeister sie jetzt vorschlägt, mit 2 Mitarbeitern, dient allemal dazu, sein 200-Millionen-Paket zu verfestern. Aber der Klimawandel, sagte ich vorher, wird damit nicht erledigt sein. Deswegen Klimareferat, und da kommt auch dann einiges an notwendigen Stellen zusammen zum Thema Klimaschutz. Das machen wir an einem Beispiel fest. Die CO2-Bilanzierung im Haushalt mit einer Stelle zu hinterlegen. Also, dass der Gemeinderat eine Steuerungsgröße für alle Entscheidungen hat. Das ist so dieser Klimavorbehalt, den der Klimanotstand notwendig macht. Mit einer Stelle. Also wie soll der in der Komplexität, in der Vielzahl der Entscheidungen, die wir treffen, in dem, was dann an alternativen Abwägen notwendig wird, das bewältigen? Wir glauben eher, man muss uns da orientieren an der Haushaltsabteilung, die ja uns in finanziellen Belangen auch ständig in den Mitteilungsvorlagen sagt, was es denn kostet und wie man es abschätzen kann, notfalls Modelle für Berechnungen entwickelt. Genau das brauchen wir natürlich beim Klimaschutz. Und verstärkt, weil wir dann Alternativen brauchen, weil für notwendige Maßnahmen, Feuerwehr oder Bäder, braucht man dann Alternativen, die ja nicht die Nullvariante sein können, weil da ja zum Beispiel der Daseinsvorsorgeauftrag kommt. Und das heißt, da wird Planung und Verwaltung aufwendiger. Das ist zum Klima in ganzer Schnelle unser Herangehen für den Haushalt. Sie werden da umfangreiche Maßnahmen sehen. Dazu passend ein Dauerthema von uns, die Verkehrswende, ist notwendig, damit die Klimawende gelingt. Sie werden Anträge von uns sehen für einen durchgehenden Nachttakt zur Stärkung der SSB. Aber wir arbeiten dann auch wieder in der gewohnten Manier als auch soziales Gewissen dran an unserer Vision des kostenlosen Nahverkehrs. Wir stellen diesmal den Antrag nicht auf kostenlosen Nahverkehr, weil wir appellieren und ausnützen wollen, sage ich so, dass die Parteien im Wahlkampf Grüne und SPD das 365-Euro-Ticket plakatiert haben. Dann sagen wir, liebe Leute, wenn das keine Verarsche war, dann nehmt euch selber ernst, ermöglicht das 1-Euro-pro-Tag-Ticket, das 365-Euro-Ticket. Wir sind bis jetzt immer gescheitert. Wir haben es, glaube ich, schon zweimal beantragt, immer zu den Haushaltsabschlüssen, wo klar war, dass so viel Geld da ist, dass wir uns das locker leisten können. Das ist ein Volumen von etwa 50 Millionen, wenn man das in der Zone 1 einführen würde, die das der Stadt Stuttgart kosten würde. Genau. Zur Daseinsvorsorge gehört für uns eben der Nahverkehr. Deswegen sagen wir Perspektive, er muss kostenlos sein. Jetzt den Einstieg eben über die 1-Euro-Geschichte. Ein Euro-Ticket für Schüler, also das ist ja nett, aber da stellen wir uns eher in Richtung kostenlos was vor für Schülerinnen und Schüler. Aber reichen tut es uns nicht, um beim Verkehr vorwärts zu kommen und die Alternativen attraktiver zu machen. Daseinsvorsorge macht jetzt Herr Adler weiter mit Bädern. Genau, ich spreche jetzt kurz über die Anträge, die wir zu den Bäderbetrieben gestellt haben. Der Hintergrund der Anträge ist ja, dass es im Frühjahr und im Winter des Jahres davor eine ausführliche Diskussion in der Stadt gegeben hat, in der Öffentlichkeit und in den gemeinderätlichen Gremien über den sogenannten Bäderentwicklungsplan. Dieser Bäderentwicklungsplan hat das Ziel, die Bäderstadt Stuttgart in ihren Bädern wieder so auszustatten, wie es der Name eigentlich erforderlich machen würde, nämlich Instandhaltung in einem Umfang und einer Tiefe zu ermöglichen, die in die Jahre gekommenen Bäder wieder auf den neuesten Stand bringt, und zweitens Wasserflächen zu vergrößern, um den in der Stadtgesellschaft ja sehr kontrovers diskutierten Konflikt zwischen Wasserflächen für Schulen und Vereine einerseits und die allgemeine Öffentlichkeit zu reduzieren. Dieser Bäderentwicklungsplan ist begrüßt worden in der gemeinderätlichen Diskussion. Er war ja tatsächlich eine Kehrtwende, insofern, dass die Bäder nicht immer nur unter der Überschrift betrachtet worden sind. Ja, warum schreibt ihr rote Zahlen? Da muss man doch was machen und irgendwo was kürzen. Das Problem ist, dass aus diesem sinnvollen Beschluss Bäderentwicklungsplan jetzt
die Bäderleitung Wünsche angemeldet hat, beziehungsweise Projekte angemeldet hat für den Doppelhaushalt und darüber hinaus, um ihn umzusetzen. Und von diesen angemeldeten Projekten ist so gut wie nichts in die grüne Liste übernommen worden. Wir haben also auch nach Rücksprache mit den Bäderbetrieben und der ausführlichen Diskussion entschieden, dass wir die Anträge, die die Bäderverwaltung zur Realisierung des Bäderentwicklungsplans gestellt hat, vollumfänglich unterstützen und beantragen, nachdem nur das Hallenbad Zuffenhausen von der Verwaltung zur Realisierung vorgeschlagen ist und alle anderen vom Leutze über den Killesberg, die notwendige Instandsetzung im Hallenbad Häslach, Inselbad Untertürkheim und Mineralbad Cannstatt nicht vorkommen. Das kann nicht sein, wenn man sich selber als Politik ernst nimmt. Und die Bäder in Stuttgart sind eine der wichtigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge. So wurde das auch im Bäderentwicklungsplan dokumentiert und im Rat diskutiert. Insofern müssen diese Investitionen getätigt werden. Wir haben also die Anmeldungen der Bäderverwaltung, die auch abgestimmt war in ihrer Schrittfolge auf die Möglichkeiten, die die Verwaltung hat, sie überhaupt abarbeiten zu können, beantragt, unterstützen sie und zusätzlich beantragen wir, dass die Instandhaltungspauschale pro Jahr um 1 Million erhöht wird und auch die Personalverwaltung der Bäder eine angemessene Personalausstattung bekommt, denn das ist ja immerhin ein Saisonbetrieb, wie wir wissen, ein Saisonbetrieb, der eine hohe Zahl von Ein- und Austritten zu bewältigen hat. Ja, das als Beispiel für, wie wichtig wir und ernsthaft wir das mit dem Thema Daseinsvorsorge machen. Das gilt auch für die ganzen Bereiche Jugend, Bildung und Soziales. Sie merken das in Antragsvolumen, wenn Sie sich das angucken. Da haben wir 30 Anträge bei Jugend, 20 im Sozialen und bei Vielfalt und Inklusion nochmal 30 Anträge. Bildet einen Schwerpunkt in unserem Haushalt. Ich greife da jetzt nur ein Thema raus, weil wir da an einem wieder konzeptionell langfristigen Ansatz sagen, wir sagen, Bildung muss kostenlos sein. Und so wie bei den Schulen wollen wir auch die Kinderbetreuung kostenlos haben und das zwar durchgängig von 0 bis 6 Jahre. Wir steigen jetzt diesmal ein und das ist jetzt so unser, weil wir arbeiten ernsthaft dafür, dass es da Mehrheiten gibt und wir vorwärts kommen. Wir haben diesmal beantragt, dass wir von 0 bis 3 Jahre für alle Familien mit Familiencard die kostenlose Kita wollen, damit es da den Einstieg jetzt über die Bonuscard hinaus, wichtig für die Schwellenhaushalte, dass man da nicht immer an der Einkommensgrenze dann gerade wieder so hinten runterfällt, wollen wir das eben für die Familiencard kostenlos sein. Das Soziale und alles, was wir bis jetzt gesagt haben, wäre nichts ohne die nächsten beiden Punkte, die jetzt Herr Adler wieder machen wird, zum Wohnen und zum Personal. Ja, richtig eingeordnet. Die Wohnungs- und Mietenpolitik ist eine zentrale soziale Frage in dieser Stadt. Insbesondere, wenn man jetzt auch zur Kenntnis nimmt, was das Statistische Amt kürzlich veröffentlicht hat, dass in den letzten 2 Jahren 1/4 aller Mietverhältnisse in dieser Stadt neu abgeschlossen worden sind. Und wir wissen ja alle, was die Folge eines neuen Mietverhältnisses ist. Wenn der Mieter wechselt, da explodiert die Miete. Und die herrschende Lehre, ich würde es in dem Fall mit 2 Eheschreiber im Stadtrat und in der Verwaltungsspitze war bisher, dass die Marktmechanismen das schon regeln. Die Devise, die von einer bisherigen Mehrheit im Rat getragen war, hieß ja bauen, bauen, bauen und dafür eigene Grundstücke verkaufen. Und unser Ansatz heißt aber anders, in einer anderen Reihenfolge und einer anderen Schwerpunktsetzung, nicht bauen, 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 sondern deckeln, kaufen und bauen. Deckeln heißt, dass wir ordnungsrechtliche Eingriffe auf dem Mietwohnungsmarkt für notwendig halten. Deshalb haben wir auch wieder, wie das letzte Mal, den Antrag gestellt, im
Amt für Stadtplanung eine sogenannte Taskforce Spekulationsbremse zu etablieren mit zunächst mal drei Beschäftigten, drei Stellen, die zu schaffen wären, die die Aufgabe hat, die baurechtlich, ordnungsrechtlich möglichen Maßnahmen zu einem wirksamen Instrumentarium zum Eingriff in die Mietenentwicklung nach oben und gegen die Bodenspekulation zu bündeln. Dazu gehören Dinge, die jetzt auch gar nicht im direkten Sinne im Haushalt beschließbar sind. Herr Nauke, Sie haben sich da ja intensiv drum gekümmert, um die Monteurswohnungen und ähnliche Dinge, HC 24. Da sind Ermächtigungen vom Land notwendig, wie bei einem eventuellen Mietendeckel auch, die den Kommunen überhaupt die Möglichkeit erst einräumen müssen, um da eigene Handlungsinstrumente zu schaffen. Wir wollen, dass die Mieterhöhungen bei der SESG mit ihrem Bestand von 18.000, im Moment 18.000 Wohnungen weiterhin ausgesetzt bleiben auf den Ablauf dieses Dreijahreszyklus und vor allem auf den gesamten Wohnungsbestand der SESG erstreckt werden. Wir wollen weiter, dass die Milieuschutzsatzungen breitflächig in der Stadt beschlossen werden. Auch dazu ist so eine Taskforce-Spekulationsbremse und ein Stellenaufbau in den entsprechenden Ämtern notwendig. Denn das Problem ist nicht auf dem Häslacher Talgrund und die Friedhofstraße, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, beschränkt, sondern es ist ein breitflächiges in Stuttgart. Wir sagen aber selbstverständlich nicht, gar nicht bauen, sondern wir sagen auf eigenem Grund bauen. Das ermöglicht günstige Mieten, weil beim Bauen auf dem eigenen Grund die Mietenkalkulation einfach günstiger gemacht werden kann und der Bodenpreisspekulation, die ja heute einer der Hauptmietpreistreiber ist, gegen die gearbeitet wird. Und die kommunalen Flächenpotenziale für ein solches kommunales Wohnungsbauprogramm sind zwar durch die jahrzehntelange die Probleme ignorierende Ausverkaufspolitik der Verwaltungsspitze geschwunden. Aber sie sind immer noch groß genug, um wirkungsvolle Beiträge leisten zu können zur Versorgung mit bezahlbaren Mietwohnungen. Und deshalb heißt unser wohnungspolitischer Kernantrag 150 Millionen pro Jahr für einen kommunalen Wohnbau und Flächen- und Wohnungsfonds für den sukzessiven Erwerb und die Bebauung dieses eigenen Grundes. Das wär eine Maßnahme, die logische Konsequenz von dem Zielbeschluss wäre, den Sie vorher angesprochen haben. Okay. Aus wohlverstandenem Eigeninteresse der Stadt müsste dieser Weg eigentlich dringend eingeschlagen werden, denn die Stadt muss als Arbeitgeberin angesichts der Personalprobleme, die sie hat, beim Service für die Bürger, bei der Abarbeitung der Aufgaben, bei der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen dringend ein attraktiverer Arbeitgeber werden, wenn sie das Personal gewinnen will, das sie gewinnen muss. Und deshalb sind solche Maßnahmen dringend notwendig, um Personalwohnungen anbieten zu können für Auszubildende und zukünftige Beschäftigte, die man gewinnen muss. Und natürlich auch dafür, um Probleme zu lösen, wo es am meisten brennt in der Stadt auf dem Mietwohnungsmarkt, für Alleinerziehende und Familien in städtischen Unterkünften und Sozialhotels. Es geht in die Größenordnung mehrerer hundert, die da allein als Alleinerziehende mit Kindern in den Sozialhotels und solchen Unterkünften für Alleinerziehende leben und keine Chance haben, selbst wenn sie gar kein soziales Problem haben, aus diesen Einrichtungen wieder rauszukommen, weil es die Wohnungen, die sie bezahlen könnten, schlicht nicht gibt. Also dieses Problem kann auch mit diesen Maßnahmen angegangen werden. Dafür wird sich, das ist unser Antrag, den wir gestellt haben, konkret anbieten, die Beplanung im Neckarpark auf den noch nicht verkauften Flächen zusammen mit den Planungen für Flächen für die städtischen Arbeitsplätze, die ein großes Thema sind. Deshalb haben wir beantragt, dass
dort Verkaufsstoff verhängt wird und die Planung für genau die eben genannten Zwecke. Dazu kommt, dass wir wollen, dass der SSB ein Darlehen gegeben wird, dass die SSB ihr eigenes Gelände, das ehemalige SSB-Depot im Osten, für mit 100 Betriebswohnungen und gegebenenfalls mit einer Pflegeeinrichtung für die ELW bebauen kann. Also das dreht sich nicht nur um die Kernstadtverwaltung selber, sondern natürlich auch um die Betriebe wie die SSB, die es dringend notwendig haben, solche Angebote zu machen, um Personal rekrutieren zu können. Also nochmal zusammengefasst, die Reihenfolge heißt bei uns nicht bauen, 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 sondern deckeln, kaufen, bauen, und zwar auf eigenem Grund. Und ist ja schon mehrfach angeklungen, dass das wohnungspolitische Programm sehr stark auch darauf zielt, den Arbeitgeber Stadt attraktiver und damit wieder handlungsfähig zu machen. Und dabei, und da sind wir jetzt bei einem der Kernthemen unserer Fraktion in diesem Haushalt, das Personal nämlich. Wir haben ein riesiges Dilemma, das inzwischen so offenbar ist, dass es wirklich niemand mehr von der Hand weisen kann nach den Personalabbauten in Konsolidierungshaushalten bis 2009 wurde das Personal nie mehr in einem Tempo wieder aufgebaut, das hätte Schritt halten können mit mit den ständig wachsenden Aufgaben. Das heißt, wir haben heute eine Verwaltung, die sich am Rande der Handlungsunfähigkeit bewegt, und wenn nicht sehr große, auch kostenintensive Schritte getan werden, dann wird sich diese Situation noch weiter verschärfen, wenn man weiß, dass 50% der städtisch Beschäftigten in den nächsten 10 Jahren ausscheiden werden. Dann macht es die Dramatik noch deutlicher, wo wir da stehen. Deshalb heißt unser Antrag, was den Stellenplan angeht, dass zumindest die von den Amtsleitungen zu schaffenden Stellenbedarfe zu realisieren sind im Haushalt. Wir gehen, und die Erfahrung zeigt es, davon aus, nach 10 Jahren Regiment eines Finanzbürgermeisters Völl, davon aus, dass da nicht viel bei den Stellenanträgen der Ämter zu finden ist, das man als nice to have bezeichnen könnte, sondern das drückt nur noch das Allernotwendigste aus, was die Amtsleitungen sich getrauen, bei dem OB und bei der WFB und bei dem Finanzbürgermeister überhaupt zur Schaffung anzumelden. Da kann also dann keine Rede davon sein, dass da sich jemand ein bequemes Personalpolster schaffen will, sondern wir sind der Auffassung, das sind die Stellen, die notwendig sind, um die eben beschriebene Situation überwinden zu helfen. Aber diese Personalsituation kann natürlich nicht einfach durch einen Gemeinderatsbeschluss gelöst werden. Dazu gehören 2 weitere Elemente. Das erste Element heißt, der Arbeitgeber muss attraktiv werden. Er muss attraktiv werden. Ich habe das Thema Personalwohnungen schon benannt. Das ist eine der Maßnahmen. Die zweite Maßnahme heißt, er muss auch von seinen Gehaltskonditionen attraktiver werden. Das heißt, es muss eine Ballungsraumzulage angeboten werden. Wir beantragen das angelehnt an die Münchner Angebote, dass in Anlehnung an München Mittel eingestellt werden in Höhe von 200 Euro pro Beschäftigtem, zusätzlich als Ballungsraumzulage und ein kostenloses Jobticket, auch realisiert in der Stadt München, die als Großstadt mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie die Stadt Stuttgart, was Personalausstattung angeht. Drittes Element: ohne Arbeitsplätze, an denen einzustellende Beschäftigte überhaupt arbeiten können, geht ja auch nichts. Und dieses Instrument, das die Verwaltungsspitze bisher in der Hand hatte, mit Kurzhalten von Flächen, mit Abverkauf von Flächen, mit einer Personalverwaltung, die nicht mal in der Lage war, irgendwelche
die in der Lage war, im notwendigen Umfang Bewerbungen abzuarbeiten, war die Spitze der Verwaltung immer in der Lage, Beschlüsse aus den Haushaltsberatungen auf die lange Bank zu schieben, rauszuschieben, dass beschlossene Stellen geschaffen werden können. Und dieser Dreiklang aus Flächenschaffung, den wir beantragt haben, aus Attraktivierung des Arbeitgebers durch Ballungszulage und ein kostenloses Jobticket und der Schaffung der Stellen, sind die drei Dinge, die zusammengehören, um die Stadt aus dem Dilemma zu führen, in dem sie heute personalpolitisch steht. So, das war unser Schnelldurchlauf dieser vielen Anträge.